Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Pokémon-Diskussionsvideo. Zusammen mit der Dori. Ich habe mich entschieden, wir haben uns entschieden, wir haben durch einen anderen YouTuber, den ich jetzt nicht sagen will, sonst machen wir wieder Werbung, haben wir eine Theorie gehört, wie zum Beispiel das Blau, der Rivale aus Pokémon, aus der ersten Pokémon-Generation, ein Mitglied von Team Rocket ist. Und darüber wollen wir beide mit euch ein bisschen heute reden. Stimmt's? Ja, klingt nicht sehr begeistert. Du warst damit einverstanden. Ja, was haben wir, was gibt's? Ja, erstmal zur Theorie an sich. Blau, aka Gary, aka was weiß ich, kommt auf Manga oder was weiß ich nicht an. Ist angeblich ein Mitglied von Team Rocket. Warum denken wir das? Warum denken viele das? Er taucht immer dort auf, wo Team Rocket rumläuft. Was sagst du zur Theorie? Warum ist er überall da, wo Team Rocket ist? Was glaubst du, warum er da ist, wo Team Rocket sich immer aufhält? Ja. Was hältst du davon, dass er da mal auftaucht? Und ja, das erste Mal, wo er in der Nähe von Team Rocket aufgetaucht ist, wie man schon ge richtig gehört hatte, war bei Azuria City. Und dort durfte man ja dem Team Rocket beitreten. Und viele denken, er hat's getan. Muss ja zugeben, die Idee ist ja verlockend, Team Rocket beizutreten. Wären vielleicht mal mit uns beiden zwei Genies und in seinem Team Rocket drinnen. Ja, ich sag mal so, wenn man von Team Rocket aus dem Anime ausgeht, Jesse und James und Mousy waren nicht die Schlausten. Und vor allem, ich kämpfe gerade gegen Gary in Zafodia City Gebäude, wie die Zuschauer gerade sehen können. Und nach dem Kampf sagt er, du bist wahrscheinlich sogar so stark, um den Rocket Boss zu besiegen. Ist irgendwie schon ein bisschen auffällig. Persönlich kennt. Genau. Und ja. Dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wie auch ich mir gestellt hatte eigentlich, was mir erst im Video aufgefallen ist von einem YouTuber. Gary befindet sich auf der MSN, aber da ist kein Team Rocket. Irgendwie ist das auch seltsam. Okay, ich sag mal so viel. Der YouTuber hat das schon recht richtig beobachtet. Da war ein Geheimagent, der hinter Team Rocket her. Wieso hält er sich auf dem Schiff auf? Und da denken viele, so sagt die Theorie, dass Blau zum Team Rocket gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Blau nicht. Ich würde es ihm zutrauen. Team Rocket vertritt das, was er mag. Und was passt dann besser, als dem Team Rocket beizutreten?
Tja, jedenfalls meine Meinung dazu ist an sich, es würde alles Sinn ergeben. Und dass sie Blau dann vorgeschickt haben auf die MSN, ist dann nur sinnvoll. Und da kann ich das nur voll unterstützen. Ja, ich halte das für sinnvoll, weil wer würde schon ein Kind als gefährlich einstufen? Abgesehen vom Team Rocket, das jedes Mal von einem 10-jährigen Jungen eins aufs Maul kriegt. Ich meine, niemand würde einen 10-jährigen verdächtigen. Ein weiterer Hinweis meiner Meinung nach und auch vieler anderer Meinung nach ist, Blau wird zum Arenaleiter von Vertania City, Giovannis Nachfolger. Wer sagt, dass nicht statt den ganzen Team Rocket-Vorständen nicht in Wirklichkeit Blau der Fadenzieher hinterm Team Rocket ist? Das ist eine Theorie, die ich gerade spontan entwickelt habe. Wäre doch so logisch, zweimal hintereinander ist die Arena von Vertania City das Hauptquartier vom Anführer von Team Rocket. Das wäre nur sinnvoll. Und wer würde nochmal mit Vertania City rechnen? Ja, was sagst du dazu, deiner Meinung nach? So, ja. Klingt doch gut, wenn du mit meiner Meinung nach Meinung bist, meine Güte. Ich hab's halt auch so mit meinem Deutsch. Naja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall logisch. Wir haben jetzt auch nebenbei noch Team Rocket besiegt. Ist übrigens nicht mein Let's Play-Spielstand, sondern ein ganz normaler Spielstand, den ich so nebenbei auf dem Handy spiele. Ist ja auch rot, nicht blau. Ist ja nur einfach mal so zwischendurch. Aber was ich euch ganz gut mal schnell zeigen könnte, nachdem wir diese verrückte Theorie mal eben ein bisschen besprochen haben. Haben mich einige schon mal angesprochen bei der Arbeit oder bei Freundeskreis, die mal ein bisschen mal reingeguckt haben, dass sie sich dafür interessieren, wie dieser Missing-Glitch eigentlich funktioniert. Und das möchte ich jetzt nochmal gerade zeigen. Man muss nach Vertania City erstmal, dann muss man diesen Kerl ansprechen, der einen zeigt, wie man Pokémon fängt. Ich habe das Ganze übrigens schon mehrmals ausprobiert, es funktioniert also. Da habe ich meine ganzen, habe ich meinen Sonderbonbon bereits fünfmal vermehrfacht. Ich wusste nie, wie das funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nie gewusst, wie das funktioniert. Ja. Jedenfalls, ich habe bisher immer Sonderbonbons vielfältig, deshalb fällt erstmal den Meisterball. Und so viel Glück wie ich kann man nur haben. Direkt auf Missing auf, Level 138. Oh, ich habe schon Level 146er. Und jetzt haben wir unendlich viele, haben wir ganz viele Meisterbälle.
Und hier auf der Route tauchen jetzt auch teilweise durch den Glitch viele Pokémon über Level 100 auf. Also diese Route ist aktuell ein bisschen verbuggt. Jetzt habe ich sogar gleich nochmal das Sonderbonbon nochmal neu vervielfältigt. Obwohl ich es doch vervielfältigt hatte. Gut, bei dem Glück kann ich auch gerade mal die Hypertränke mehrfachen vervielfältigen. Und direkt wieder Missingo. Dreimal Missingo hintereinander, läuft doch. Aber diesmal nur Level 80. So, jetzt haben wir die Hypertränke auch noch vervielfältigt. Und weil ich zuvor bin, Geld auszugeben, machen wir das Ganze mit den Supertränken, mit den Belebern gleich nochmal. Gibt es eigentlich eine Gefahr, wenn man so ein Level über Level 100er fängt? Gibt es da eine Gefahr? Ich frage mich gerade, weil ich mir gerne dieses Level 141 Entoron fangen wollte, was gerade aufgetaucht ist. Ja, das können wir ja ganz mal demonstrieren. Fangen wir mal Glurak Level 50 weg. Ich habe die Level übrigens alle von meinen Pokémon, die ich im PC habe, mit dem Sonderbonbon hochgepowert. Und deswegen werde ich auch, das werde ich auch gerade mal mit Lapras machen, wenn ich schon dabei bin. Aber ich will mal gucken, wie das Entoron, was Entoron für Wert hat. Also ich habe Level 50 Rizoros und so alles. Ja, lustigerweise, es ist kein Level 100er geworden, es ist einfach mal Level 142 gekommen. Also ich habe Entoron gerade einen Sonderbonbon gegeben, dem Level 141, also das heißt nicht auf Level 100 runter, sondern auf Level 142 hoch. Ich beschwöre mich nicht, das hat 401 KP. Ich probiere es nochmal. Ne, es steigt immer höher im Level. So, das kann eine Weile dauern, das braucht nur über 60.000 Erfahrungspunkte jetzt. Vielleicht muss man das allgemein im Kampf benutzen einmal. Weil ich gerade Level ab. Wir testen es einfach mal. Also können wir auch ganz schnell Level 100 haben. Das ist natürlich gleich ein zweiter Bug hinterher. Tja, statt ein Glitch-Zeichen, statt zwei Glitches hintereinander. Läuft doch. Mehr als erwartet. So, Konfusion. Level 128 Golbat ist unser Gegner gerade. Der Vollständigkeit halber fange ich mir das Viech auch einfach mal. Das Level 128 Golbat, was mir gerade über den Weg gelaufen ist. Und da ist nochmal. Ja, ich weiß. Jetzt habe ich auch gerade mal die Beleber vervielfacht. Ja, ich bin Bug-User irgendwie. Na und?
So, ich habe jetzt gerade mal ganz viele Items vervielfältigt und ja. An sich war es das dann jetzt für dieses kleine Diskussions-Special-Video. Ist länger geworden, als ich erwartet hatte. Ich habe gedacht, wir diskutieren so 5, 10 Minuten, also 5 bis 10 Minuten. Und wir sind wieder bei 15 Minuten. Dann wäre ich gerade so noch ein bisschen Lapras auf Level 50 Level mit den Sonderbonbons und dann war es das, denke ich mal, auch für dieses Video. Ja, es sieht gerade spektakulär. Aber ganz ehrlich, wenn man schon sich ganz viele Sonderbonbons machen kann. Ja. Und der Vorteil ist, man kann den Glitch immer und immer wieder machen. Ich glaube, man muss sogar nur einmal den Kerl ansprechen, der Singlo taucht immer wieder hier auf. Ich habe ihn zwar jetzt jedes Mal nochmal angesprochen, weil mir das bisher nicht so bewusst war, weil ich immer nur einmal mit Singlo gesucht hatte. Ja, ich habe den Kai halt jetzt nochmal angesprochen, um es euch zu zeigen. Und ich bin echt am überlegen, ob ich Lapras nicht in der Top 4 einfach mal ins Team nehme. Mit Bodystyle, Hydro-Pumpe, Gesang und Eisstrahl. Nö. Oder nur habe ich ja noch ein Level 100, über Level 100er Enteron. Kann man auch nichts falsch machen mit. Habe jetzt aber auch Enteron erstmal in den PC getan. So wie Lapras. Und dann packen wir jetzt einmal hier nochmal mein Team. Level 108, mein Box, Level 128 Golbat. Level 50 Rizoros. Level 50 Pikachu, Level 50 Omot, Level 50 Dodri, Level 50 Sichlor, bin ich stolz drauf, ist direkt beim ersten Mal drin geblieben. Kangama habe ich geschnappt, auch sehr schwer gewesen. Die zweite Begegnung mit Kangama hat dann geklappt. Zweiter Ball. Dann Level 50 Tantoxa, ein Level 50 Parasect, ein Level 50 Over, ein Level 50 Durak. Apropos, das kommt wieder ins Team. Level 50 Geowatz. Und dann Level 143 Enteron oder Level 142 Enteron und Level 50 Lapras. So Leute, ich denke mal, ein Heil-Items-Kram können wir durch diesen Glitch erstmal ausgesorgt haben. Und wie gesagt, das ist nun Let's Play, das ist nun ein privater Spielstand und damit beende ich diese Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!